Ja, Leute, kaum sind 3-4 Tage um, schon gibt es wieder Neuigkeiten. Die nächste Firmware von Behringer für die Behringer Wing ist online. Diesmal die Firmware 3.0.3. Ein paar Sachen sind gefixt und außerdem stehen von der letzten Firmware, wo ich ja das Video gemacht habe über die Firmware 3.0, da stehen noch ein paar Fragen aus, da konnten wir nicht alles klären. Und dieses Video ist jetzt ein Add-on zum vorherigen Video und soll eben die ungelösten Fragen noch klären. Ja, ich hatte letztens ja das Video gemacht über die Firmware 3.0. So, da konnte ich nicht alle Fragen klären. Eine Sache habe ich sogar mit Fragezeichen versehen, weil ich einfach nicht wusste, was damit gemeint ist. Aber, wie es halt immer so ist, die Community ist ja ziemlich hilfreich, ziemlich flink und mir wurde geholfen. Und gemeinsam haben wir eigentlich jetzt aus meiner Sicht alle Fragen gelöst. Darauf möchte ich heute eingehen und das Thema Scope beim Speichern hier, also beim, wenn ich einen Snap abspeichere, auch darauf möchte ich nochmal gesondert eingehen. Ich empfehle euch an dieser Stelle unbedingt, euch dieses Video über die Firmware 3.0 vorher nochmal anzusehen, denn sonst könnte dieses Video für euch vielleicht verwirrend sein oder nicht alle Fragen klären. Ich mache hier oben mal den Link hin, schaut euch das auf jeden Fall vorab an, das empfehle ich euch definitiv und was ich euch auch empfehle ist, da unten ist ein Subscriber-Button, da klickt ihr drauf und dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr, also keine Bastis Bassstunde. Gucken wir mal in die Firmware rein. Ich lese euch jetzt kurz erstmal noch vor, welche Punkte noch offen waren, beziehungsweise welche Fragen das noch ungeklärt waren, die wir dann ja gemeinsam geklärt haben. Von mir letztes Mal nicht richtig dargestellt war das Thema New Sense Configuration Overlay. Das schauen wir uns heute an. Dann hatten wir das Thema CC Fader Set Options Enabled for Touchscreen Faders. Das schauen wir uns heute nochmal an. Da hatte ich das letzte Mal sogar das Fragezeichen hingemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was das bedeuten soll. Aber mir wurde netterweise geholfen. Dann war ich mir nicht sicher, was heißt CC Value Shown on the LCD Screen, when its name starts with a Sternchen oder ja, Star. Das hat sich mittlerweile auch aufgeklärt über die Kommentare vom letzten Video. Auch das zeige ich jetzt nochmal hier. Und wie gerade schon erwähnt, wir gehen definitiv nochmal auf das Thema Scope beim Speichern eines Snaps ein. Und ich würde sagen, damit legen wir auch gleich los, weil das ist ja ein wichtiges Thema gewesen. Dieses Thema ist übrigens auch ein Thema, das jetzt mit der Firmware 3.0.3 gefixt worden ist. Die Funktion, habe ich mir sagen lassen, war schon gegeben, das war überhaupt kein Problem. Nur die Anzeige im Display hat das nicht so rübergebracht, wie es eigentlich programmiert war. Das wurde jetzt gefixt, das ist auch der erste große Change jetzt bei der Firmware 3.0.3. Und jetzt schauen wir uns mal, wie das jetzt funktioniert. So, ich habe hier wieder meine Show geladen. Im Endeffekt ist es jetzt so. Wenn ihr einen Snap ladet, ich lade jetzt mal hier irgendeinen Snap von einem Song. So, und gehe jetzt auf Partial Update. Dann seht ihr, dass was hier jetzt alles angewählt ist, nicht zu dem Snap passt. Ich weiß, dass es so ist, weil ich weiß, dass der Snap nicht alle Kanäle angewählt hat. Oder beziehungsweise ich weiß, dass im Snap nicht alle Kanäle mitgespeichert werden. Deswegen steht auch im letzten Firmware-Change folgender Satz. Partial Load and Partial Update keep the most recent scope selection. Das ist genau das hier. Also Partial Update nimmt sich den letzten Scope. Wenn ich jetzt den Scope haben möchte, der zu diesem Snap gehört, dann mache ich hier einmal kurz auf Save und Scope. Jetzt seht ihr nämlich genau den Scope, der zu dem Snap gehört. Und wenn ich jetzt hier nochmal Cancel machen würde und würde hier auf Partial Update gehen, dann seht ihr natürlich auch hier jetzt den zuletzt geladenen Scope, also eben diesen von dem Snap. Lade ich jetzt den nächsten Snap. Ich nehme jetzt mal hier oben den Basic, weil ich weiß, dass der einen anderen Scope hat als der Lose Yourself Snap. So, jetzt ist er geladen. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Partial Update gehe, dann seht ihr, es ist immer noch der letzte Scope geladen. Wenn ich jetzt hier einmal auf Save und Scope mache, dann seht ihr ein anderer Scope. Und wenn ich jetzt wieder auf Partial Update gehe, dann ist auch hier wieder der letzte Scope geladen. So, das ist diesmal auch keine Vermutung von mir, dass es so funktioniert, denn ich habe es mir extra nochmal von jemandem, der es wissen muss, bestätigen lassen. Also so ist es gedacht, so soll es funktionieren. So, wir schauen uns die nächste Funktion an, die offen war, beziehungsweise die ich im letzten Video fälschlicherweise interpretiert habe. New Sense Configuration Overlay. So, auch hier wurde mir geholfen über die YouTube-Kommentare. Das New Sense Configuration Overlay ist im Kanal
also in jedem Kanal, hier unten bei den Sends. Und wenn ich jetzt hier oben, ich bin jetzt hier bei Matrizen, ich gehe mal auf Busse, und wenn ich jetzt hier oben auf das Menü hier klicke, dann gibt es jetzt hier ein Overlay-Menü. Vorher war das ein Menü, was im kompletten Display erschienen ist. Jetzt ist das nur noch so ein Overlay-Menü. Und besonders cool ist hier die Funktion Ignore Channel Mute bei Tap Point. So, also ich müsste jetzt natürlich hier auch einen Tap Point wählen. Probieren wir mal hier mit dem. Ich sage hier Tap und ich kann jetzt hier Ignore Channel Mute Tap Only machen. Diese Funktion ist dafür gedacht, wenn ich Monitoring und FOH vom Pult aus mache, also vom FOH-Pult aus mache, dann kann ich theoretisch einfach die Channels muten und dennoch werden die auf die Monitore weiterhin geschickt. Das ist eine echt geile Funktion, wenn man zum Beispiel, es gibt ja ganz oft, dass beim Soundcheck die Band sagt, hey, wir würden noch gerne eine Nummer durchproben, kannst du bitte die PA ausmachen? Wenn ich jetzt alle mute, dann hören die auf dem In-Ear oder auf den Monitoren aber auch nichts mehr. Mit dieser Funktion ist das jetzt behoben. Ich kann den Channel muten und der Send bei Tappoint ignoriert das Ganze. Die nächste Funktion heißt CC Fader Set Option Enabled for Touchscreen Faders. Was bedeutet das? Ich habe euch beim letzten Mal gezeigt, dass man hier auf die CC oder auf die Custom Controls eine neue Funktion legen kann, nämlich hier bei Other. Da gab es die Funktion Fader minus 10 dB. So, ich habe euch mittlerweile schon gezeigt, wie das funktioniert, nämlich indem ich den Button gedrückt halte und hier meinen Kanal anwähle und dann macht der Fader genau minus 10 dB. So, und das gleiche, die gleiche Funktion, und das bedeutet jetzt auch diese Änderung, die gleiche Funktion gibt es auch nochmal hier direkt im Display. Also, ich halte hier den Button gedrückt und tippe hier im Display auf den Fader und dann springt auch der auf minus 10 dB oder minus 10 dB. Auch das an der Stelle übrigens keine Vermutung, auch das habe ich mir extra bestätigen lassen, dass die Funktion so gedacht ist. Und dann haben wir hier noch die letzte Funktion, die ich nicht ganz korrekt erklärt habe, nämlich CC Value Shown on the LCD Screen when its name starts with a star. Or Sternchen, keine Ahnung übrigens, wie das auf Englisch heißt. Hier steht ja nur Sternchen. Gut, probieren wir aus, indem wir jetzt einen Encoder uns nehmen und den hier einfach mit der Lamp Brightness mal belegen. Und jetzt kann ich hier den Namen verändern. Stern LED. Dann. Und wenn man jetzt hier rüber schaut, da ich eben hier diesen Stern eingegeben habe, sehe ich jetzt hier auch die Brightness der Lamp. Das heißt, ich kann jetzt hier drehen und der Wert verändert sich. Und das eben bedeutet genau dieser Stern. So, also auch das eine richtig coole Funktion jetzt der neuen Firmware hier. Ich würde sagen, nachdem ich jetzt weiß, wie das Partial Update funktioniert, wie der Scope funktioniert und die ganzen anderen Funktionen, werde ich jetzt die Firmware gar nicht mehr auf 2.1 downgraden, sondern ich werde die jetzt 1:1 so verwenden. Richtig geile Arbeit. Vielen Dank, Behringer. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. War mal ein kurzes zur Abwechslung. Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch was, euer Basti.